Kurz vor 18 Uhr sah es in der VfB-Kabine noch so aus. Großräumig, viel Platz, alles schön hergerichtet. Nur wenige Minuten später gab es fast kein Durchkommen mehr. VfB-Trikotsponsor, die Mercedes-Benz-Bank, hat es möglich gemacht und aus 6.000 Bewerbern 180 VfB-Fans zu diesem exklusiven Event ausgewählt und eingeladen. Und die waren davon natürlich hellauf begeistert. Cool, das alles mal zu sehen von innen, wo die vor dem Spiel sind. Auf jeden Fall ein cooles Gefühl, ja. Und mit den Spielern so in Kontakt zu sein? Ja, also aus dem Alter bin ich jetzt langsam raus, aber es ist immer noch trotzdem ein Erlebnis natürlich, ja. Das Wichtigste ist ja auch, dass es einen Kid Spaß macht, oder? Ja, sehr. Naja, hat natürlich nicht jeder Fan die Chance dazu. Sind auch froh, dass wir natürlich gewonnen haben und ja, einmalig auf jeden Fall. Als VfB-Jugendspieler Andreas Beck Bad Cannstatt 2008 in Richtung Hoffenheim und später Istanbul verlassen hatte, gab es so etwas noch nicht. Sowohl dem Comebacker als auch dem Weltmeister gefällt es aber richtig gut. Ich kenne diese Räumlichkeit nur mit sehr viel Anspannung, mit sehr viel Vorfreude auf die Spiele. Und jetzt einfach mal etwas entspanntere Atmosphäre, dann auch mit den Leuten das teilen zu können, ist schon schön. Es ist schon irgendwie so ein bisschen was Heiliges für uns Spieler. Insofern ist es eigentlich noch besonderer auch für die Fans, mal hier Einblicke zu bekommen. Der 2:1-Erfolg über Dortmund war der 500. Heimsieg und wurde natürlich ordentlich in der Kabine gefeiert. Dafür gab es von den Fans natürlich nochmal jede Menge Komplimente. Ich hoffe auch, dass so ein Abend uns hilft nochmal, dass wir da ein paar Körner dazugewinnen, auch emotional hinzugewinnen, weil die brauchen wir am Freitag. Das Kabinenfest. Für beide Seiten eine schöne Abwechslung zum Alltag. Doch schon heute wurde die Kabine wieder geputzt. Es muss ja auch wieder weitergehen. Denn auch nach dem Spiel in Hannover wollen die Jungs wieder in der Kabine feiern. Dann allerdings ohne Fans.